40 Tage Fasten und Gebet. Mach dich bereit für Gottes Eingreifen in deinem Leben. Yes, Amen. Wir begrüßen euch ganz, ganz herzlich jetzt zu diesem Samstag-Livestream und du bist herzlich willkommen. Zu Beginn will ich zwei Zeugnisse vorlesen, ja, cool, die von gestern Abend sind. Also sie sind ganz, ganz aktuell frisch. Und sie kamen wegen dem Livestream gestern Abend, insbesondere von der Predigt über den Pythongeist. Pneuma Pythona. Richtig, etwas sehr Markantes und du solltest diese Predigt nicht verpassen. Also, zwei Leute haben uns geschrieben. Die eine hat geschrieben, ich habe nach dem Gebet heute, nach der Predigt, eine krasse Befreiung erlebt. Während des Gebets hatte ich den Eindruck, das Gebet nochmal mit Abendmahl zu besiegeln. Dann habe ich in Zungen gebetet und tatsächlich etwas laut in mein Ohr zischen hören. Ich wusste, dass es der Pythongeist war. Plötzlich ist mir aber spürbar etwas von der Schulter geglitten und ich musste tief einatmen. Halleluja. Danach war alles wie in neue Farbe getaucht, yes, und ich konnte nicht mehr aufhören, in meiner Küche zu Lobpreis zu tanzen. Das war mir bis dahin schon lange nicht mehr möglich gewesen. Preis den Herrn. Halleluja, so ist es richtig, so muss es sein. Das fand ich doch total wunderbar, ermutigend. Das andere Zeugnis ist ein bisschen ähnlich. Seit langem habe ich den Herrn gebeten, mir zu zeigen, was mit mir los ist. Diese Bedrückung, diese Hoffnungslosigkeit, aber auch Unglaube und Zweifel, die in meinem Leben waren, konnte ich mir nicht erklären. Alles war so mühsam. Aber nach der Predigt gestern wusste ich, woher das alles kam. Ich habe Buße getan und mich von allen Lügen dieses Geistes losgesagt. Mit dem Wort Gottes habe ich dieser Schlange den Kopf abgeschlagen. Halleluja, yes! Und seit langer Zeit konnte ich wieder laut und mit Körpereinsatz Lobpreis machen und in Zungen singen. Halleluja! Der Herr hat mich frei gemacht und ich weiß jetzt, dass ich frei bleiben kann. Dem Herrn sei Ehre und Dank. Sehr cool, Halleluja. Was genau für starke Botschaften heute. Genau das ist es, wofür wir beten und dass wir hoffen, dass es wirklich zu diesen Durchbrüchen kommt. Yes. Bewegung. Streck dich danach aus, dass das auch in deinem Leben so ist. Unbedingt. Halleluja. Sehr, sehr cool. Wunderbar. Mehr davon. Ja. Okay, ich möchte heute mit dir über einen gewaltigen Mann Gottes nachdenken und wie soll ich mal sagen, den Wendepunkt deines Lebens etwas betrachten. Okay. Hast vielleicht schon mal von ihm gehört? John G. Lake. John G. Lake ist schon 1870 geboren in Kanada. Er war eines von 16 Kindern. Hilfe. 16 Kinder. Ja, die Frau. Er freute sich übrigens sehr guter Gesundheit und der Mann auch, allerdings nicht die Kinder. In der Familie herrschte ein katastrophaler Geist von Krankheit und Tod. John G. Lake hat sich im Alter von 16 bei der Heilsarmee bekehrt und er schreibt dann, dass, also wie gesagt, dort in der Familie Krankheit das Thema überhaupt war. Er sagt, 4 Brüder und 4 seiner Schwestern starben. Also 8 von den Kindern starben, ja. 32 Jahre lang war ständig einer meiner Familienangehörigen krank. Während dieser langen Zeit verging kein Tag, an dem nicht irgendeine Krankheit ihre Schatten auf uns warf. Er sagt, wenn er sich an seine Kindheit zurückerinnert, dann denkt er, Krankheiten, Ärzte, Krankenschwester, Kliniken, Leichenwagen, Beerdigung, Friedhöfe, Grabsteine, eine trauernde Familie, eine Mutter mit gebrochenem Herzen, ein zutiefst betrübter Vater, der verzweifelt versuchte, das Leid der Vergangenheit zu vergessen, um für die noch lebende Familie da zu sein, die dringend seine Liebe und Fürsorge benötigte. Also das war wirklich eine krasse Situation.
Und er war dann jemand, der ja durchaus sich schon mit dem Thema Heilung beschäftigt hat und auch Heilungswunder erlebt hat. Ich sage gleich was dazu. Aber irgendwann hat er geheiratet. Seine Frau und er hatten zwei gute Jahre und dann wurde sie krank. Und zwar wurde bei ihr Tuberkulose festgestellt und ein Herzleiden. Ja, ihr Herz schlug so unregelmäßig, dass sie oft in Ohnmacht fiel und so weiter. Sie hat entsprechende Medikamente bekommen. Und es wurde immer schlechter mit ihr. Und irgendwann haben die Ärzte zu ihr gesagt, okay, also wir können nicht mehr ihr helfen. Das geht zu Ende. In dieser Situation war er verzweifelt und dann ja, irgendwie begegnet er einem Mann Gottes, sag ich mal. Und wie es halt so ist, der fordert ihn auf, das ist vom Herrn. Nimm es aus der Hand Gottes, gib deine Frau dahin, akzeptiere, dass sie jetzt sterben wird. Und er hat also vollkommen die Krise bekommen. Ja, wo war die Kraft Gottes? Wo war einfach der Segen Gottes? Ja, das kann es doch nicht gewesen sein. Wie gesagt, seine ganze Familie heimgesucht von Krankheiten und jetzt auch er in seiner Familie. Ein Bruder war 22 Jahre lang, hatte der innere Blutungen, war zum Invaliden geworden. Eine Schwester war 34 Jahre, die litt an Brustkrebs. Ja, eine andere Schwester war an einer Blutkrankheit gestorben und so weiter. Er selber hatte schon Wunder erlebt. Ich hatte schon gesagt, er war beispielsweise als junger Mann von Rheumatismus geheilt worden. Die Schmerzen waren so stark, dass sich sein Bein verkrümmt hatte. Und dort gab es in der Nähe von Chicago, einen Heilungsevangelisten, kann man mal sagen, John Alexander Dewey, der aus Australien gekommen war, der hat so Heilungshäuser gehabt und so. Und dort ist er tatsächlich geheilt worden und sein Bein ist komplett wieder in Position gekommen. Auch seine Schwester mit dem Brustkrebs wurde da komplett geheilt. Und auch dieser invalide Bruder wurde sofort von seinem Leiden geheilt. So, also das war schon etwas, wo er das schon mal erlebt hatte. Andererseits war auch eine andere Schwester, die er hatte, eben nicht geheilt worden auf Gebet. Da hatte sich Folgendes ergeben. Die wurde immer kränker und irgendwann hieß es, also die wird jetzt sterben und wenn er noch mal lebend sie sehen will, dann soll er die Familie besuchen. Und als er bei ihr eintraf, war die bereits bewusstlos, ohne Pulsschlag und der ganze Raum war voller Trauernder. Und dann hat er das gesehen und er hat das Baby von der Frau gesehen, die da im Sterben lag, das Baby, das kleine Baby. Und da ist in ihm was aufgestanden. Er hat gesagt, die darf nicht sterben, das werde ich nicht dulden. Und ist dann also schnell gelaufen und hat ein Telegramm geschickt zu diesem Heilungsevangelisten. Hat gesagt, du musst hier was tun und hat entsprechend Folgendes geschrieben. Meine Schwester ist gerade gestorben, doch mein Geist will sie nicht gehen lassen. Ich glaube, dass Gott sie heilen wird, wenn du betest. Und der Evangelist Dobie hat geantwortet, halte an Gott fest, ich bete, sie wird leben. Und in der Tat ist es so, als er zurückgekommen ist, dauert es nicht mal eine Stunde und diese Frau ist gesund, komplett gesund, geheilt und wieder fit. Ja? 5 Tage später war die schon bei ihrer Familie beim Abendessen, da war Weihnachten, war schon wieder mittendrin dabei. So, das war aber schon Jahre zurück. Und jetzt war es seine eigene Frau, die dort im Sterben lag, was ihn natürlich auf einem wirklichen drastischen Level gepackt hatte. Und es ging zu Ende. Ja, es ging zu Ende. Ihre Lebensuhr schien abgelaufen zu sein. Und dann, wie gesagt, dieser Rat, ja, ist vom Herrn, akzeptiere den Tod deiner Frau. Und er war so aufgewühlt und so in Spannung. Dann hat er seine Bibel gehabt und einfach in der Verzweiflung nimmt er die Bibel und schmeißt sie durch den ganzen Raum. Und die Bibel prallt an einen Kaminsims, fällt zu Boden und ist aufgeschlagen. Ist aufgeschlagen. Und er geht hin, nimmt seine Bibel, sein Blick fällt auf einen einzigen Vers. Und dieser Vers sollte sein Leben für immer verändern. Amen. Apostelgeschichte 10, Vers 38. Apostelgeschichte 10, Vers 38. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligen Geist und Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, Achtung, die von dem Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm.
Und in dem Moment offenbart ihm der Heilige Geist, dass Jesus die Menschen heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Krankheit ist vom Teufel, eine Überwältigung des Teufels. Und Jesus ist gekommen, um uns davon zu heilen. Das hat bei ihm eingeschlagen und er hatte kapiert, Krankheit ist nicht von Gott. Krankheit ist nie von Gott. Es ist immer der Feind, der hier mit Krankheiten agiert. Und das hat ihn völlig aufgewühlt. Dann hat er noch eine andere Bibelstelle gefunden, Lukas 13, Vers 16. Da ist von Jesus eine Frau gebunden worden. Und Jesus sagt, diese Tochter Abrahams, die der Satan gebunden hat, 18 Jahre lang. Satan war die Ursache für diese Qual, die diese Frau hatte. Ja? So, jetzt war bei ihm etwas aufgestellt. Er hat wieder an diesen Dovi telegrafiert, hat gesagt, pass auf, um 9.30 Uhr heute wird meine Frau geheilt werden. Du betest um 9.30 Uhr, ich bin hier. Und dann kam tatsächlich 9.30 Uhr, er kniete sich neben seine Frau. Der andere hat dort in Chicago oder wo in der Nähe gebetet. Und tatsächlich durchdrang die Kraft Gottes seine Frau. Jede Lähmung verschwand, ihr Herzschlag normalisierte sich, ihr Husten lief nach. Sie konnte völlig normal atmen, Temperatur sank auf normale Werte. Die warf ihre Decke weg, sagte, Gott sei Dank, ich bin geheilt, stand auf und war fit. Wie gesagt, im Sterben. Und das hat diesen Mann dazu gebracht, vorwärts zu gehen in Heilung und Verkündigung des Evangeliums. Da waren sehr, sehr wohlhabende Leute. Die haben alles dran gegeben, sind dann nach Afrika gegangen, hatten dort einen gewaltigen Dienst. Während einiger Jahre, die er dort in Südafrika war, hat er 625 Gemeinden gegründet, viele tausend Pastoren ausgebildet und vermutlich 100.000 Menschen, die während der Zeit geheilt worden sind. Er ist dann später nach USA zurückgegangen, hat dort diese Heilungsräume, das sind die Heilungsräume, die es auch heute noch gibt in vielen Ländern, hat er dort gegründet, konzipiert und allein in der Stadt Spokane, wo er dann da gewohnt hat, spricht man davon, dass auch in einer Stadt es zu 100.000 Heilungen etwa gekommen sein soll. Ein Heilungsevangelist, der Zeichen und Wunder gesehen hat, die man kaum jemals wieder gehört hat. John G. Lake, hier, das ist aus dem Buch Gottes Generäle, eigentlich ein sehr bekanntes Buch, ist schon älter. Wenn du es nicht hast, ich habe dir unten einen Link verlinkt, wo du das bestellen kannst, sehr ermutigend. Halleluja. Aber John G. Lake ist jemand, der mich immer begeistert. Das mit den Zeichen und Wundern und mit diesen Krafttaten Gottes, das ist das, wo wir hinwollen, Amen. Wo wir hin müssen, yes. Was wirklich auf der Agenda steht, ganz, ganz oben. Yes. Du hast gesagt, er hatte mit diesem Wort Gottes das gelesen und das Wort Gottes hatte ihn gepackt und das Wort Gottes war der Schlüssel zu all dem, ja. Was er ja gelebt und gelernt und begriffen hatte. Und das Wort Gottes, das ist einfach diese freimachende Wahrheit von Jesus. Diese freimachende Wahrheit. In Johannes 8, Vers 32 heißt es, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Das, was wir brauchen, ist Wahrheit vom Wort Gottes, damit wir frei werden. Die Botschaft des Wortes Gottes ist immer noch die gleiche. Amen. Ganz, ganz früher und zur Zeit von John G. Lake, zur Zeit vor 70 Jahren, 60 Jahren, 10 Jahren, egal wie, die Botschaft des Wortes Gottes ist immer noch die gleiche. Absolut. Und sie wird sich nicht der Welt anpassen. Sie wird niemals sich selbst verwässern oder verweichlichen. Es sind Worte des Lebens, die aus dem Reich Gottes ausgesandt werden in die Welt. Dieses Wort bleibt bis in alle Ewigkeit. In der Bibel steht, Himmel und Erde werden vergehen. Aber mein Wort wird nicht vergehen. Es wird bleiben. Und nichts wird diesem Wort seine Kraft oder seine Autorität nehmen. Das Kernthema vom Wort Gottes ist eigentlich Sünde, weil Sünde ist das Problem. Und das Kernthema ist
Das Blut Jesu Christi reinigt euch von jeder Sünde. Das Blut Jesu ist die Lösung. Ja, Amen, Halleluja. Mit der Umkehr kommt die Veränderung. Und nur das Angebot zur Buße, zur Umkehr, bringt eine Veränderung der Menschen und ihrer Herzen. Es geht kein Konzept auf dieser Welt, was es schaffen würde, eine Veränderung herbeizubringen. Kein Konzept der Welt wird diese Heilungen, Zeichen, Wunder und Krafttaten freisetzen können, als allein das Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Jesus war nicht vom Vater im Himmel gesandt worden, um ein neues Konzept oder eine neue Religion oder irgendwie so etwas zu bringen, sondern er war gekommen, damit Sünde ans Kreuz genagelt wurde, damit Freiheit kommen konnte. Sünde muss immer, heute noch, damals, heute, immer, Sünde muss erkannt werden, muss bekannt werden, und Sünde wird einen Weg finden zu Buße, und Buße wird den einen einzigen Weg öffnen, damit Vergebung gewährt werden kann. Wir brauchen dieses kostbare Wort Gottes, was die Dinge verändert, was die Bewegung in deinem und meinem Leben herbeibringen wird, diese Veränderung herbeibringen wird. Denk an die zwei Zeugnisse, die wir vorhin gelesen haben. Das war aufgrund des Wortes eine Offenbarung, eine Erkenntnis. In beiden Zeugnissen ging es um Buße, ging es um Bekennen, ging es um eine Hinwendung zu Jesus, dass er die Dinge ans Licht stellt. Und in beiden Fällen war es dann Befreiung und dieses Hineinkommen in Lobpreis und Anbetung. Das Wort Gottes ist voller Leben und Kraft. Du kannst dir Hebräer 4, Vers 12 bis 14 mal wirklich dick, rot oder welches deine Lieblingsfarbe ist, anstreichen. Da heißt es, Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes. Es dringt durch bis in unser Innerstes, bis in unsere Seele und unseren Geist. Und trifft uns tief in Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. Gottes Augen bleibt nichts verborgen. Vor ihm ist alles sichtbar und offenkundig. Jeder Mensch muss vor Gott Rechenschaft ablegen. Und dann endet dieser grandiose Text mit: Lasst uns also unerschütterlich an unserem Bekenntnis zu Jesus Christus festhalten, denn in ihm haben wir einen hohen Priester, der vor Gott für uns eintritt. Yes. Er, der Sohn Gottes, ist durch den Himmel zum Thron Gottes gegangen. Er vertritt uns. Er vertritt uns dort. Er ist derjenige, der alles offenlegt, der uns Vergebung anbietet und von dem wir nehmen können, damit wir frei sind. Die Wahrheit wird uns frei machen. Die Wahrheit. In dem Mahl, was wir jetzt nehmen, danken wir ihm für diese kostbare Wahrheit. Danken wir ihm dafür, dass er hineingegangen ist bis zum Thron Gottes und dort uns vertritt. Er hat bezahlt für uns und er vertritt uns vor dem Vater im Himmel. Das hier ist das Zeichen für den hohen Priester, der bis zum Thron Gottes gegangen ist, der sich selbst hingegeben hat, damit wir frei sein können, frei sein sollen, frei sind. Wir danken dem Herrn für dieses sein Brot, für diesen Leib, der für uns gegeben ist. Lasst uns das Brot als dieses Zeichen jetzt aufnehmen.
Herr, wir danken dir dafür, dass du unser Hohepriester geworden bist. Du hast das Opfer gebracht. Es musste ein Opfer gebracht werden für Sünde und Schuld. Ja. Nichts ging ohne dieses Opfer, das vom Hohen Priester ins Heiligtum gebracht werden musste, damit Sühnung passieren kann. Wir danken dir, dass du für uns dieses Lamm geworden bist, geschlachtet für uns, dein Blut gegeben hast für uns, damit wir frei sein sollten. Du bist unser Hohepriester, der zum Thron Gottes gegangen ist, um uns zu vertreten, um für unsere Schuld die Sühnung vorzulegen. Wir danken dir, dass du das für uns getan hast, Herr. Wir danken dir, Jesus. Herr, wir danken dir für dein Blut, dieses kostbare Blut, das uns Freiheit schenkt, Wahrheit schenkt, Offenbarung schenkt, Erkenntnis schenkt, was uns Vergebung der Schuld anbietet, so wir kommen und unsere Sünde bekennen, so wir kommen und Buße tun. Herr, wir wollen diese Buße, dieses Bekennen nicht gering achten. Du hast dein Blut dafür gegeben. Jeder Blutstropfen war es wert, dass unsere Sünde bezahlt werden konnte. Wir danken dir, dass wir Freiheit und Vergebung und Wiederherstellung von dir empfangen können. Wir besiegeln es mit diesem Kelch des neuen Bundes, der uns Freiheit gewährt. Ja, Herr, es ist eine große Freude zu wissen, dass das, was du damals getan hast, auch heute tust. Dass das, was damals geschehen ist, nicht etwas ist, wo wir in die Vergangenheit schauen können und sagen, ja, das war ja super, sondern das ist etwas, was unseren Glauben heute aufbaut und heute ermutigt, weil wir heute das sehen müssen, was damals gewesen ist. Wenn du damals Menschen gebrauchen konntest, so kannst du sie heute gebrauchen. Herr, und wir wollen Leute sein, die selber in Heilung, Zeichen, Wunder vorangehen. Wir wollen sie selber in unserem Leben empfangen, aber vor allen Dingen wollen wir Leute sein, die für andere Überbringer der guten Botschaft sind. In Erweisung des Geistes und der Kraft mit begleitenden Zeichen und Wundern. Herr, das ist unser Herzenswunsch. Ja, wir alle brauchen ein Wunder. Aber die Menschen um uns herum, die brauchen noch viel, viel, viel mehr. Die brauchen das Heil. Und das unterstützt du durch die begleitenden Dinge. Und das ist etwas, Herr, wo wir dich darum bitten. Wir bitten dich um deine Berührung für uns, wo immer wir ein Wunder brauchen, aber wir bitten dich um mehr. Wir bitten dich darum, dass du uns auch tatsächlich zu Zeugen machst. Zeugen von dem, was du getan hast in unserem Leben, damit andere Menschen zum Heil durchbrechen und selber ihre Wunder erleben. Das größte Wunder überhaupt ist die Neugeburt. Amen. Ist die Neugeburt, eine neue Kreatur zu sein. Hineingenommen in den Leib Christi. Das ist das eigentlich größte Wunder. Das ist das Wichtigste überhaupt. Das ist viel wichtiger als irgendwelche Heilung oder so etwas, was vergänglich ist für den sterbenden Körper, sondern das ist etwas, was in Ewigkeit Relevanz hat. Und dafür möchten wir dich bitten, dass das hier in unserem Leben geschieht. Herr, wir ehren dich. Wir danken dir für deinen Segen, den du uns schenkst. Halleluja. Herr, wir beten für jeden, der jetzt hier mit uns in dieser Gemeinschaft ist, dass du die Kostbarkeit deines Wortes deutlich machst. Ja. Dass du das, was Christus für uns getan hat, durch den Heiligen Geist offenbar werden lässt, dass wir es verstehen, dass wir es ergreifen, dass wir es in unserem Herzen erfassen und glauben und in den Dingen vorangehen. Herr, es ist nicht nur für uns, sondern so oft ihr davon esst, so oft ihr davon trinkt, verkündigt ihr das Werk vom Kreuz. Verkündigt ihr die Auferstehung, verkündigt ihr die Kraft des Blutes.
Herr, wir ehren dich, wir preisen dich für die Bewegung, die du in unserem Leben freisetzt, dass wir nicht so bleiben müssen, wie wir sind, sondern dass du uns voranbringst auf dem Weg mit dir, diesen Glaubenslauf mit uns läufst. Yes. Und wir ehren und preisen dich. Amen. Amen. Yes, Halleluja. Amen. Halleluja. Sehr schön. Ja, bleib einfach dran an dieser Bewegung des Herrn mit in seinem Wort. Nimm dieses Wort. Lass es in dich hineinfallen. Lass es in dir wirken. Mach es nicht so schnell eben nebenbei, sondern hör mit offenem Herzen auf das, was Gott dir sagt. Und handel danach. Genau. In dem Sinne, einen gesegneten Sonntagmorgen. Richtig. Am morgigen Tag. Und wir treffen uns wieder um 18 Uhr. Morgen. Amen. Bis dahin. Bis dahin. Shalom.